sage, die größte Antriebsfeder überhaupt, egal in wem, was man tut, ist Begeisterung. Ich bin froh, dass ich das alles erleben durfte. Ohne Eintracht kann ich mir nicht vorstellen. Solch schöne Momente auch in Europa League, es ist alles, alles möglich. Unsere Partie! Klasse! Der Kessel. Es sind stürmische Zeiten in Frankfurt. Nicht nur Sturmtief Eberhard fegt über die Stadt, auch die Eintracht stürmte 2019 ungeschlagen durch ihre Pflichtspiele. Wie immer beim Training sind die Torleute und ihr Trainer Moppes Petz als Erster auf dem Platz. Ich bin Mensebu bei der Eintracht, ja, und aber auch schon bei der Eintracht jetzt 10 Jahre, ja. Wenn ich was mache, mache ich was richtig und Kontinuität versuche ich dann reinzubringen. Und ja, ich bin auch froh, dass ich hier bin. Ja. So, wir haben ungefähr so 50, 55 Minuten. Dann gehen wir rüber, dann ist noch mit der Mannschaft Spielform. Ja. Jetzt werden wir erst ein bisschen Pass spielen mit Fangen. Der 33-jährige Jan Zimmermann, gebürtig aus Offenbach, ist aktuell der dritte Torwart bei der Eintracht. Freddy geht noch einen Meter zurück, in die Hände vom Boden. Ja? Schon als Bub hat er hier angefangen und in allen Jugend- und Juniorenmannschaften gespielt. Man wird ja nicht umsonst Torwart. Und dann hat man schon was Besonderes, weil man entscheidet sich in einem Sport, in dem 10 Leute das gleiche Trikot anhaben, für die Position, die das andere anhat. Durch diesen Sonderstatus ergibt es sich, dass wir dann auch ein bisschen besonders sind. Freddy bleibt erst hier, Zimbo und Kappe gehen in die Mitte. In der Winterpause haben sich die Frankfurter gezielt verstärkt. In letzter Minute wechselte Innenverteidiger Martin Hinteregger aus Augsburg an den Main. Wenn so ein großer Verein, so ein geiler Verein fragt, wie es aussieht, ob ich mir das vorstellen kann, dann muss ich nicht lange überlegen. Da war es für mich schnell klar. Zimbo, hier hin. Torwarttrainer Moppes Petz stand selber jahrelang bei Mainz 05 zwischen den Pfosten. Ja! Ja, Zimbo, stark heute, du. Lass mal die Ruhe. Das bringt dir schon was, wenn du als Torhüter gespielt hast. Du fühlst und denkst wie der Torhüter. Es geht ja auch nicht nur ums Training, sondern du nimmst ja auch deine Jungs mal in den Arm oder sprichst über diese Situation. Für dich reinzudenken in einen Torhüter, ist es gut, dass du vorher selber mal auch Torhüter warst. Während manche Spieler nach einem Wechsel eine Weile brauchen, sich einzufinden, ging es bei Martin Hinteregger extrem schnell. Zuletzt war der Österreicher immer in der Startelf. Dann hat sich das immer von Spiel zu Spiel besser entwickelt. Jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe, kenne die Mitspieler ganz genau und weiß, wie ich sie in Szene setzen muss am besten. Wie die mit neuen Spielern hier umgehen, was sie für neue Spieler hier tun, das habe ich ja sofort gespürt, dass dir jeder hier im Verein richtig helfen will. Die ganze Eintracht hat er zusammengeholfen, dass die neuen Spieler sofort funktionieren. Die neuen und die alten Spieler. Jawohl, Zimbo. Das betone ich immer wieder, dass ich mir meines Glückes durchaus bewusst bin, dass man in einer Karriere am Ende in seinem Heimatverein wieder spielen darf, in seinem Herzensverein. Das ist gerade heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich. Während die Mannschaft draußen trainiert, wird im Stadion saniert. Ausgerechnet im Bereich der Profimannschaft hat ein unentdecktes Wasserleck für Schäden und Schimmel gesorgt. Ich meine, wir müssen es so annehmen, wie es jetzt ist, weil es ist halt eine Baustelle jetzt, ja, und die muss gemacht werden. Und das wird voraussichtlich mehrere Monate dauern. Wir kriegen es ganz gut hin, dass wir sagen, es sind Situationen, die wir nicht ändern können. Schlimmer wäre es, weiter in unserem Heiligtum zu sitzen mit Schimmel, die Atemwege erkranken und die halbe Mannschaft scheidet aus, dann laufe ich dann doch lieber zweimal am Tag ein paar Meter mehr und bleib gesund. Wie
lange allerdings Spieler und Betreuer den ungesunden Schimmel bereits eingeatmet haben, weiß niemand. In der Stadt am Main und drumherum herrscht derzeit eine Fußball-Euphorie, wie sie die Europa League noch nicht gesehen hat. Eine der treuesten Anhänger ist die 74-jährige Marianne Bartel. Ein Gute, kommt rein. Das ist hier so meine Lieblingsecke mit meinen Lieblingen. Das ist die Szene natürlich am allerliebsten. Das war großartig, Gacinovic. Über die Jahre ist Mariannes Wohnung zu einem kleinen Museum geworden. Fußball hat mich immer interessiert. Ja, und dann kam 1959 das Endspiel, Eintracht gegen Offenbach. In unserer Familie, damals hat ja noch nicht jeder einen Fernseher, gab es eine Tante, die hat einen Fernseher. Und da saß die ganze Bude voll und hat Fußball geguckt. Und ja, dann danach war mein Herz dann, war ich völlig verloren. Spieler kommen und gehen, doch mancher bleibt für immer. Und Jan Arke Fjordhoff war mein allergrößter Schwarm bei der Eintracht, einer der größten Schwarm bei der Eintracht. Der Schal mit seinem Namen, der hängt bei jedem Spiel über der Brüstung im Stadion an meinem Platz. Da ist der Fjordhoff. Und Fjordhoff, dem schreibe ich auch jedes Jahr zu Weihnachten und da hat er mir auch schon ein paar Mal geantwortet. Und das war im Museum, als im Museum der Übersteiger nochmal gezeigt wurde. Und nach 10 Jahren war das, glaube ich. Und ich durfte mit zu der Feier im Museum. Das war natürlich ein großes Ereignis. Schwarz-weiß wie Schnee, das ist die SG. Eintracht ist mein Leben, ist mein Hobby. Ohne Eintracht kann ich mir nicht vorstellen. Im Stadion steht derweil die obligatorische Pressekonferenz am sogenannten Pre-Match-Day an. Man passt bei so Pressekonferenzen natürlich extrem auf, was man sagen kann. Wenn man die Frage hört, überlegt man kurz vorher noch dreimal, um wirklich das Richtige zu sagen, weil es werden so viele Sätze herausgerissen, die dann zu Schlagzeilen werden und die aber nichts mehr dann mit der eigentlichen Frage was zu tun haben. Und da habe ich auch, habe ich aus meinen Fehlern, denke ich, ein bisschen gelernt. Allora, la domanda era, che cosa si... Gut. Nein, machen Sie doch. Okay. Vor 4 Wochen war ich noch ganz woanders und jetzt darf ich hier Europa League Achtelfinale spielen und dann auch gegen so eine absolute Top-Mannschaft wie Inter Mailand. Und ich werde, wenn ich spiele, wieder mein Bestes reinhauen und schauen, dass ich der Mannschaft helfe, weiterzukommen. Im Keller der Arena, im ehemaligen Kraftraum der Footballer, der Frankfurt Galaxy, schiebt derweil Torwart Jan Zimmermann Sonderschichten. Ich bin sehr affin für den physischen Aspekt, weil der ganz, ganz wichtig ist, die Athletik eben fürs Torwartspiel. Man muss sehr explosiv sein, man muss sehr beweglich sein. Dann hat sich so entwickelt, dass der Freddy Renault da nicht so gut ausgebildet war und ich ihm dann irgendwann, da würde er mir auch recht geben, befohlen habe, du kommst jetzt mit, weil das geht so nicht weiter. Haben die Jungs gesehen, wie er sich entwickelt hat durch das Training. Jetzt trainieren wir da eben als Gruppe immer im Kraftraum und die Jungs, mich freut es einfach, weil ich auch so wieder meinen Beitrag leisten kann, dem Team zu helfen, dass die einzelnen Spieler besser werden. When you go too far down, then you don't have loose. Then you lose the tension. When you're up, I have always tension here. So, okay, I lose the contact, but I feel the tension because otherwise I couldn't be in this position. Wenn ich Menschen helfen kann und egal auf welche Weise, sei es durch ein Gespräch oder eben ein Training anzubieten, das sie voranbringt, dann ist das was mich auch glücklich macht. Und das ist sicherlich eine Sparte, in der ich mir meine Zukunft vorstellen kann. Fertig? Ja, reicht, oder? Aufgrund des Wasserschadens ist derzeit alles etwas anders in Frankfurt. Die Taktikbesprechung findet heute direkt in der Mannschaftskabine statt.
Simi, wasch mal dein Bildschirm. Dieser Fernseher sieht aus wie Sau. Das finde ich. Ach du Scheiße. Europa League Achtelfinale hinter Mailand. Wir haben ein paar Szenen rausgenommen aus den Spielen. Speziell jetzt auch am Wochenende haben sie gegen Cagliari auswärts verdient verloren, haben weniger gut gespielt. Sie haben intern Probleme, sind jetzt momentan Vierter, AC Milan hat sie überholt. Und die wissen natürlich nicht morgen. Die wollen hierher kommen, gutes Ergebnis fürs Rückspiel. Wir wollen morgen eine gute Ausgangsposition, so wie gegen Donetsk. Er, finde ich, ist eher ein Schwachpunkt für mich. Das heißt, morgen, Philipp, auf dieser Seite, denke ich, hast du unglaublich viele Möglichkeiten. Das sind alles gute Spieler, aber als Mannschaft, finde ich, war Schachter für mich besser. Teilweise die Rückwärtsbewegung ist nicht top. Und wo sie wahnsinnig anfällig sind, Jungs. Die haben viele Tore bekommen durch Flanken von der Seite. Schaut aber das an. Ist klar, die lassen sich natürlich jetzt fallen. Und wenn wir das schaffen, dass wir hinter Vesino, der morgen wahrscheinlich spielen wird, oder auch hinter Brozovic, wenn wir da reinkommen, mit Tempo, mit Speed, dann gibt es gute Ergebnisse. Mit unserem Tempo, mit unserer Aggressivität, können wir uns morgen sicherlich wehtun. Ganz sicher. Das Torwartspiel hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Der moderne Keeper ist fest im Spielaufbau integriert und muss jederzeit anspielbar sein. Fünf Weltrappe. Von den 11, die auf dem Platz stehen, sind garantiert 5 Feldspieler dabei, die nicht so stark sind, beidfüßig wie der Torhüter heutzutage. Und das hat es ja früher gar nicht gegeben. Du hattest einen Fuß und hoffentlich einen ganz guten. Es hat, sicherlich hast du auch schon kicken können müssen. Ja? Aber das hat sich gravierend verändert. Nur ich sage immer ganz klar, man muss natürlich auch schauen, wie der Name schon sagt, Torhüter, dass der Torhüter auch die Bälle weiterhin hält. Ja? Wechsel. Timo, gestrichelt. Ein Klassenkamerad, 8. und 9. Klasse, hat tatsächlich im Supermarkt die Wursttheke gesehen, hat die Marke Zimbo gelesen und hat angefangen, mich damit aufzuziehen. Und wie es im Leben so läuft, kannte immer einer einen, der mich Zimbo genannt hat. Damals habe ich ihn sicherlich ein bisschen abgelehnt, relativ schnell mich dran gewöhnt. Und finde es cool, dass ich diesen Spitznamen habe. Ich bin einfach nach der Wurst benannt. Und komm, Drabe! Mit Inter Mailand kommt einer der ganz großen Namen des europäischen Fußballs nach Frankfurt. Inter! Please, name is tough! Wir dürfen keinen mehr reinlassen. Da Inter bereits am Morgen in Mailand trainiert hat, ist der abendliche Auftritt in der Arena eine Platzbegehung. In der Gruppenphase hatte das auch Lazio Rom so gemacht. Die haben anschließend 4:1 verloren. Der Donnerstagmorgen, Matchday. Für Innenverteidiger Martin Hinteregger geht es direkt zu den Physios. Wenn du alle 3-4 Tage ein Spiel hast, dann sind die Jungs fast die wichtigsten, was hier sind, weil sonst könntest du das gar nicht durchhalten. Es ist ein Lymphomal da. Es hilft, dass nach harten Trainingseinheiten, dass das einfach wieder schneller aus den Beinen rauskommt, das Blut schneller zirkuliert, und für das sind solche da und sind einfach Hilfemaßnahmen, um einfach schneller zu regenerieren. Vor dem Anschwitzen ruft Chefcoach Ali Hütter noch einmal die Mannschaft zusammen. Auch heute bleibt der starke Wind ein Thema. Ich habe mich so entschieden, dass wir in diesem 3-5-2-Spiel mit Tappe im Tor, Evan, Hase und Martin, wenn wir rausgehen,
werden wir kurz einlaufen und mit dir Kreis spielen. Und dann schauen wir noch vom Wetter her, ob es möglich ist mit dem Wind, ob wir dann auch Standards anhängen oder auch nicht. Der Sturm hat in der Nacht Teile der geplanten Choreo aus dem Stadion gefegt. Fester Bestandteil des Anschwitzens am Spieltag sind die Standardsituationen, heute aber nicht. Wenn so viel Wind ist, dann sagt der Cheftrainer, das hat ja keinen Sinn, weil da, wo wir den Ball hinbringen wollen, da kommt der Heinisch jetzt gar nicht fast hin. Ja? Und du machst es ja nicht nur einmal, du machst es ja fast alle Woche. Und dadurch kannst du auch mal sagen, dann lassen wir es weg. Wir sind clevere Fußballer und man kann das auch per Video oder durch Gespräche dann durchspielen im Gedanken und das reicht dann auch, also es macht jetzt keinen Unterschied. Für die Stimmung im Team offensichtlich kein Problem. Die Mannschaft wird trotz des großen Gegners relativ locker. Es geht darum, dass man Sachen mit Begeisterung macht, es geht darum, dass man Sachen mit Bewusstsein macht und das ist nicht nur im Sport, sondern auch im alltäglichen Leben so. Wenn man sich bewusst ist, welches Glück man hat, in welchen Situationen man sich gerade befindet. Das Glück schien Jan Zimmermann 2014 zu verlassen. Als Keeper in Heidenheim wird bei einer Untersuchung nach einem unbeabsichtigten Tritt an den Kopf ein Hirntumor festgestellt. Der prägende Moment dieser Geschichte war mein Vater, der nach einer Stunde Schweigen sagte, na gut, besser ein erkannter Tumor als einer, der heimlich still vor sich hin wächst. Und dann habe ich hochgeguckt und gesagt, Vater, da hast du recht. Und das war der Moment, wo ich mir bewusst wurde, ja, welches Glück habe ich eigentlich. Dann die OP, sicherlich die Reha ist jetzt alles nicht so leicht, aber ich habe von Anfang an gesagt, mein Gott, ich hatte gerade einen Hirntumor, jetzt muss ich 2 Wochen im Krankenhaus liegen. Also seitdem ja, kriegst du mich eigentlich nicht mehr groß gestresst. Ich komme immer wieder an den gleichen Punkt und denke mir, worüber regst du dich hier eigentlich auf? Bei ihren Heimspielen in der Europa League hat die Eintracht nur 2 Torhüter im Kader. Während seine Teamkameraden den Bus zum Tageshotel besteigen, macht sich Jan Zimmermann auf den Heimweg. Per Rad. Fußballer sind ja gerne für besonders dicke Autos bekannt. Für den dritten Torwart der Eintracht zählen ganz andere Dinge im Leben. Dann kommen auch viele Leute, die sagen, warum fährst du mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto? Und ich sage, weil ich es kann. Ich kann um 7.30 Uhr mit dem Fahrrad fahren, ich kann die frische Luft einatmen, ich kann mit meinen Jungs hier auf dem Platz, ich kann über Hürden springen, bis mir die Beine brennen, weil der Moppes sagt, und noch mal eine Runde, weil ich gesund bin. Ich kann mich mit meiner Familie treffen, weil sie gesund ist. Und das macht einen sehr, sehr demütig und vor allem sehr, sehr glücklich. Und das Glück im Hause Zimmermann soll im Sommer noch viel größer werden. Wir wissen, es soll ein Mädchen sein, aber ich habe jetzt schon von vielen Geschichten gehört, dass ein Mädchen bis zur Geburt ein Junge war und dann ein Mädchen wurde. Aber es soll wahrscheinlich ein Mädchen sein und ich bin stolz wie Oscar, freue mich schon und werde, denke ich, ein ganz, ganz schlimmer, kluckender Vater. Neben dem Profikader der Eintracht gehört Zimbo noch einer weiteren Mannschaft des Vereins an, dem E-Sports-Team. Ich finde es einfach gut, dass ich auf diese Art und Weise einmal Mitglied des Teams bin, weil mir das auch Spaß macht und ich selbst auch ab und zu spiele. Und weil ich den Ansatz, den die Eintracht verfolgt, das sind eben keine eingekauften Spieler, sondern Local Heroes, die sich eben qualifiziert haben, die nebenbei noch studieren und in die Schule gehen und dafür die Eintracht an den Start gehen. Für mich ist es schön, mit Freunden, die jetzt vielleicht nicht um die Ecke wohnen, dass man darüber gegeneinander zockt und währenddessen quasi das Headset anschließt und quasi wie ein Telefonat führt. Und früher gab es die Kartenrunden, den Kartenstammtisch, heute hat sich das Ganze auf die digitale Ebene gewandelt. Der Matchday ist für das Team minutiös durchgeplant. Und sind da nicht irgendwelche besonderen Umstände, bleibt das auch immer gleich. Ich weiß natürlich mittlerweile unseren Ablauf. Der ist mir wichtig. Ja? Der ist auch für die Torhüter wichtig, für die Kevin und den Frederik. Ja? Das braucht man auch, ja? Und um Sicherheit zu bekommen. Nachmittags schlafe ich immer sehr gut. Ich schlafe immer meine 2 Stunden nochmal. Also ich kann richtig gut schlafen. Dafür schlafe ich nachts nicht so gut. Vor Jahren habe ich auch Rituale gehabt
Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist ja kompletter Schwachsinn, weil dann habe ich mal ausprobiert, ohne meine Rituale zum Spiel zu fahren und ich habe noch besser gespielt oder gleich gut gespielt wie sonst. Heute wird es noch mal extremer, wird noch mal besonderer und deswegen fokussiert man sich ja dann noch mehr, dass man auf diesen besonderen Moment noch die bessere Leistung bringen kann. Und das wird sehr, sehr wichtig sein, vor allem gegen diesen starken Gegner Inter Mailand. Seit über 45 Jahren besitzt Marianne Bartel ihre Dauerkarte und verpasst so gut wie kein Heimspiel. Ich kann mich erinnern, dass wir immer im UEFA Cup waren. Und die Eintracht war die erste deutsche Mannschaft im Champions League-Endspiel. Das will keiner hören, aber es ist so. Und wir haben damals das Spiel des Jahrhunderts gemacht gegen Real Madrid. Der Fjatov kommt doch jetzt gleich. Der Fjatov kommt noch die Bühne über. Schön, dich zu sehen. Ja, ich habe gehört, dass du hier bist. Wie geht's? Ja, gut. Ich hab dich schon lange nicht erinnern, aber du hast den gleichen Namen wie meine Frau. Ja, ich weiß, hast du mir doch geschrieben. Ja, schön. Im Vorhinein, da bin ich eigentlich noch ganz locker und schon fokussiert, aber für mich ist wichtig, dass ich noch ein bisschen Spaß noch habe, die Lockerheit, dass du nicht zu verkrampft wirst. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Also, ich bin aufgeregt, aber es ist irgendwo ein gutes Gefühl. Gut ist auch, dass der Sturm ist auch, dass der Schütze zerstört hat und nicht zerstört hat. Er selbst anweitet für einen weiteren Krieg an. Unseren Ablauf, der ist mir wichtig. Ja, der ist auch für die Torhüter wichtig, für die Kevin und den Frederik. Ja. Dass da vorher beim Aufwärmen, dass da ein paar Bälle dabei sind, dass er einen Unhaltbaren mal hält, dass er sicher ist bei manchen Situationen. Das ist schon mal ganz wichtig für uns. Eine beeindruckende Choreografie. Morgen wird Eintracht Frankfurt 120 Jahre alt. Wenn du rausgehst, denkst du da schon mal einfach, wow, wo bist du hier gelandet? Das ist ja Wahnsinn. Dann schaust du schon ein bisschen herum und denkst, diese Fans erwarten was von dir und denen gibst du jetzt alles zurück. Und so motiviert mich das auch persönlich. Der Support, den wir bekommen, das sind nicht nur wenige Prozentpunkte, die uns an Leistung da mehr zur Verfügung stehen. Die Choreo, das ganze Stadion macht mit. Achtelfinal, Hinspiel, läuft. Fernandes, Foulspiel, Elfmeter. Marcelo Brozovic gegen Kevin Trapp. Und Trapatin! Klasse. Oh, jetzt kocht der Kessel. Als Torhüter, die Situation. Elfmeter, Inter Mailand, eigene Kurve. Bis dahin waren wir nicht so gut im Spiel. Und dann hält er den. Das ist einfach, ich muss so sagen, das ist einfach geil. Der Pallone nel Mucchio, ancora Trapp. Es ist Pause hier in der Commerzbank Arena. 0-0.
die Atmosphäre, das ist jedes Mal wieder für mich was Prickelndes, was Aufregendes. Das muss man genießen, weil hier im Stadion zu stehen, das ist einfach Gänsehaut. Kostic, da ist die Chance für Hinteregger. Da ist viel los, da ist viel los! Kein Tor, abseits. Das ist Alea! Und kein Elfmeter, sagt William Cullen. Riesenproteste der Frankfurter. So, jetzt ist richtig Alarm. Adi Hütter muss auf die Tribüne, wenn ich die Gestik von William Cullen richtig deute. Da rege ich mich natürlich drüber auf. Also da kriege ich mich ja fast nicht mehr ein, weil mich das einfach ärgert. Dann muss er auf beiden Seiten das einfach pfeifen. Ndika Jovic. Kostic und jetzt ins Freistoß. Der ist gut, Handanovic. Da ist Hinteregger. Also ich mache kaum Kopfbälle aus dem Vollsprint, gezielte Kopfbälle. Und dann ja, kommen zwei Gedanken zusammen und dann versäbelst du den so extrem. Und das tut mir noch richtig weh. Hinteregger, Handanovic. Pacienza, setz dich durch, Pacienza! Pacienza! Das dürfte es gewesen sein. Aller Ehren wert. Gerade nach dieser sehr nervösen ersten Hälfte trennen sich Eintracht Frankfurt und Inter Mailand 0-0. Wir wollen Ihnen einen heißen Tanz liefern und das werden wir auch. Ich glaube immer daran, dass wir gewinnen. Wir haben die Null gehalten, das war unser oberstes Ziel vom Spiel. Ja, es ist alles möglich.